Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar zu Lego der Hobbit. Ich habe Bilbo hier mal gerade ein bisschen machen lassen, weil ich finde das eigentlich ganz süß. Gut, er wiederholt das jetzt zwar, aber ist ja auch Wayne. Ja, Lego der Hobbit. Das werden wir uns jetzt zu Gemüte ziehen. Ich habe eben schon mal eine kleine Testaufnahme gemacht, um alles anzupassen. Weil man kann in Lego der Hobbit nicht viel einstellen. Also wenn ihr hier guckt, Lautstärke. That's it. Ja, die ist ganz runter und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so. Videoeinstellungen 1920 zu 1080 und so weiter und so fort. Oh, hat hier noch was? Nee, alles gut. Ja, das ist es, das werden wir uns zu Gemüte ziehen. Und ich muss sagen, jetzt mache ich mir wahrscheinlich ein paar Feinde. Lego Herr der Ringe flasht mich nicht so sehr wie Lego der Hobbit. Also Lego der Hobbit, moi, episch. Und deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt auf dieses Spiel. Neues Spiel bitte. Ja, wie gesagt, das war der Spielstand von eben. Und wir machen jetzt bei Spielstand 2 weiter. Speichern, bestätigen, ja bitte. Und dann werden wir uns mal in das Abenteuer stürzen. Ja, automatisches Speichern, alles super. Los geht's. Mein lieber Frodo, du hast mich einmal gefragt, ob ich dir alle Geschichten über meine Abenteuer erzählt hätte. Es begann vor langer Zeit in einem Land weit im Osten. Dort lag die Stadt Thal, friedlich und wohlhabend. Denn diese Stadt lag vor den Toren des größten Königreichs in Mittelerde. Erebor, Bergfestung von Thror, dem König unter dem Berge, dem mächtigsten aller Zwergenfürsten. War seine Herrscherlinie doch gesichert durch seinen Sohn und seinen Enkel. Alle huldigten ihm, selbst der große Elbenkönig, Thranduil. Unser König möchte, dass du und dein Sohn die heutigen Bergbauarbeiten beaufsichtigen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja, jedenfalls, da werden wir hinein in den Berg gebaut,
war die Schönheit dieser Festungsstadt legendär. Ja, hat schon definitiv was. Also wenn ihr das hier so seht, Halleluja. Ja, und wir sind Thorin Eichenschild, um genauer zu sein, der Sohn von Thor, der hier ganz chillig auf seinem Thron sitzt. Und ja, ich bin jetzt schon gespannt auf diesen ganz speziellen Lego-Charme. Also wenn ihr ein Lego-Spiel kennt, dann wisst ihr, was ich meine. So, das hier können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht machen. Ich habe eben gesehen, wir haben auch so eine Ultra-Special-Attacke hier. Halleluja. Erstmal die Wirbel-Attacke. Und ja, die Leiste da oben, also falls ihr das nicht kennt, das zählt hier die Münzen, die wir... Die Münzen, sag ich schon. Die Stats. In Lego nennt man die Stats. Nennt man die Stats und es wird hier gezählt und das kann halt bis zu 100% werden in jedem Level. Und dann kriegt man meistens, was heißt meistens, ist immer so eine Belohnung. Wir können ja auch Charaktere switchen. Das ging oh. Genau. Also ich spiele das Ganze mit Xbox-Controller, nicht wundern. Hier können wir halt auch Charaktere wechseln. Und man kann das Ganze auch lokal zu zweit spielen. Wie ihr das schon seht, drücke F2 oder eine beliebige Controller-Taste, um halt am Spiel teilzunehmen. Das machen wir nicht, wir spielen das hier alleine. Und flügen uns hier gemeinsam durch. Ja, hallo Guys. Kann ich dich? Nee. Wäre auch, glaube ich, etwas zu viel verlangt. Okay. Also ihr werdet schon sehen, was da auf uns zukommt. Und wie gesagt, ich denke mal, viele von euch kennen vielleicht auch schon das ein oder andere Lego-Spiel. So. Ach ja, und es ist auch wichtig, also die Sachen zu zerstören. Es gibt nicht nur Stats, sondern, so wie hier, ist das wichtig, weil man aus diesen Teilen etwas neu bauen kann. Und erst dann kommt man eben weiter. So, was ist das hier eigentlich? Halte Y gedrückt, um das Spielrad aufzurufen, wähle dann... Ach so. Ja, das... Genau. Das ist nämlich auch noch eine Möglichkeit. Also, man kann schnell switchen. Oder man kann hier eben direkt auswählen. Und wir brauchen anscheinend den hier. Wo ist das hier? Ach so, ach, das sind so Hinweise, ne? Verwende einen Kriegshammer, wie zum Beispiel den, wie ist er jetzt? Treuen? Trägt, um Zwängenblöcke auf Bahnen zu verschieben. Drücke dafür X. Ja, das, okay, der Knilch hat ordentlich Wumms. Alles klar. Ja, das ist nämlich auch noch so eine Sache. Also nicht jeder Charakter kann alles. Wie ihr gesehen habt, also das kann scheinbar hier nur... Wie heißt du denn? Drein. Das kann halt nur er. Dieses Verschieben. Und so ist man im Prinzip auch gezwungen, mehrere Charaktere einzusetzen. Was ja nicht verkehrt ist. Gut, manchmal kann es vielleicht ein bisschen nervig sein, dass man so jetzt denkt, oh, jetzt brauche ich halt den und den. Aber grundsätzlich finde ich das eine gute Option, um ja halt die ganzen Charaktere einzubringen, weil in Lego-Spielen gibt es immer eine Menge Charaktere. So. Machen wir mal hier alles kaputt, weil ich möchte hier versuchen, die Leiste voll zu kriegen, dass... Obwohl ich bezweifle, dass ich das jetzt schon schaffen werde. Nachher gibt es halt noch Hilfsmittel, um das schneller zu machen. Zum Beispiel Stats mal 2 etc. Dann werden die multipliziert. Aber das werdet ihr alles noch sehen. Ich rede wahrscheinlich viel zu viel gerade. Ja, hier seht ihr zum Beispiel auch... Ich fange schon wieder an. Ne? Egal. Diese silberne Säule, das ist... das können wir noch nicht zerstören. Also ich bezweifle zumindest, dass wir das jetzt zerstören können. Auch nicht mit ihm hier. Nee. Dafür gibt es speziellere Charaktere, die das dann halt zerstören können. Aber ja. LOL! Was sollte denn der Leck gerade? Moment. So, mal lieber kurz eine Neuaufnahme gemacht. Man weiß ja nie. Was auch immer gerade dieser Leck sollte. Ich weiß es nicht. Nehmen wir es mal so hin. Ach, das ist ja nett von euch. Ich darf da nicht rein, oder wie? Ich meine, ich bin Thorin, Mann. Ich bin der Sohn von
Rohr. Also bitte. Oh. Okay, was hast du denn für mich? Drücke B, um den Stein aufzuheben und halte X gedrückt, um damit zu zielen und zu werfen. Okay. Ah, da oben soll noch rein, ich sehe es schon. Okay. Ach. Lol. Okay. Ja, dann, guten Hunger. Den wir da oben gesehen haben, den kennen wir sogar. Also, falls ihr Lego Herr der Hobbit kennt. Ihr Reichtum lag in der Erde, in kostbaren Edelsteinen, geschlagen aus dem Fels und in riesigen Goldadern, die wie Flüsse durch den Stein verliefen. Ich will jetzt auch nicht allzu viel spoilern. Ich versuche es zumindest. Also, falls jemand Lego der Hobbit nicht kennt. Ich muss dazu sagen, ich selbst kenne sogar auch nur Teil 1 und Teil 2. Ich habe es leider bei Teil 3 nicht ins Kino geschafft, aber es gibt den ja auch schon bald auf DVD. Also soweit ich mich erinnern kann, irgendwie, ich glaube Ende April kommt der raus. Und ja, dann werde ich mir den auf jeden Fall zur Gemüte ziehen. Ich bin schon sehr gespannt. Nichtsdestotrotz, ja, konnte ich es nicht abwarten und habe mich ein bisschen gespoilert. Ja. Ich war ungeduldig. Normalerweise mache ich das nicht, aber ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ja. Ich habe mich ja nicht komplett gespoilert. Ich wollte nur wissen, was mit einer ganz bestimmten Person wird. Und ich, ja. Wie auch immer, wir machen hier jetzt weiter. Okay, mach das einmal bitte. Okay. Oh. Ich verstehe. Genau. Das ging nur zu zweit, alles klar. Aber was ist denn hier? Komm mal her, Trine. Irgendwas ist da oben drauf. Ich befürchte, das sind diese Sachen, die vorher, wie heißt denn, Mini-Kits oder wie die heißen, weil es gibt in jedem Level auch meistens so 10 Mini-Kits. Oder wie auch immer die halt hier heißen. Und ja. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen, ist eines davon, aber. Ich befürchte. Da kommen wir nicht ran. Na gut. Dann machen wir weiter. Das ist normal, dass in Lego-Spielen, dass man da Level zweimal aufsuchen muss, vielleicht auch sogar ein drittes Mal, um alles zu finden. Von daher. Von daher mache ich mir da jetzt keine Gedanken. So. Deswegen also... Ach ja, ich sehe schon, hier bräuchte... Sorry, irgendwas hatte ich hier gerade gehört. Was hast du denn hier? Oh. Was ist das? Okay. Irgendetwas, was ich einsammeln kann. Ja, ich weiß sogar, in den neueren Lego-Spielen, da hat man auch ein Inventar. Nee, Moment. In den neueren Lego-Spielen? Nee, Moment. Jetzt nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Hatte man schon ein Inventar in den älteren? Ich meine nein, aber ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Weil ich meine, das andere, in den anderen Lego-Spielen musste man die Gegenstände sofort verwenden. Aber da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher.
Na egal. So. Einmal die Bretter hier mitnehmen. Naja, das machen wir gleich. Ich will hier erstmal. Drücke B, um durch kleine Lego-Lupen zu kriechen. Ja, aber kann ich das. Auch schon? Was ist das? Du musst einen besonderen Schlüssel verwenden, um diese Tür zu öffnen. Drücke B, wenn du neben dem Schloss stehst, um ihn einzustecken. Na gut. Kann ich das? Oh ja, das kann ich sogar. Okay, weil normalerweise ist es so, das können halt auch nur manche Charaktere. Und Thorin gehörte scheinbar dazu. Was ist das hier? Drück B, um Kurbeln zu verwenden. Ja, was mit dir? Nein! Nein! Ach, egal. Okay. Achso, festhalten. Thorin! Achso, okay, B mehrmals drücken, alles klar. Wie die hier alle pennen? Das gibst du wohl nicht. Also arbeitswütig ist anders, ne? Aber okay. Ah, noch mehr. Nee, gar nicht wahr. Gold, nicht Bretter. Ja, die lassen sich auch nicht stören, alles klar. Ja, wie gesagt, für diese Zielscheiben. Da braucht man normalerweise. Was hast du denn hier? Einen Bogen. Und Thorin will da auch nicht wirklich hin. Was ist denn hier? Am Amboss kannst du aus Lego-Rohstoffen, die du in Lego-Gegenständen findest, nützliche Dinge schmieden. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich dann, um diesen Schlüssel zu craften. Und das machen wir gleich. Ich meine, uns werden sowieso da noch ein paar Zutaten fehlen. Da wir hier ja noch nicht alles erkundet haben. So, hier ist zum Beispiel wieder etwas. Wunderbar. So. Sind hier noch ein. Ja, da sind auch noch ein paar Bretter. Also, ihr seht schon, es ist echt wichtig, hier ganz viel zu zerstören. Ah, dahinter ist so ein. Ja. Okay, Hammer. Das kann ich mit dem Hammer holen. Achso, zur Seite. Okay. Ja. Diese 1 von 10. Ich hab's befürchtet, dass dieses andere das so eins sein wird. Aber ich wüsste nicht, wie ich da rankommen soll. Deswegen müssen wir das leider lassen. Naja. Na, die sind da. Okay, die sind arbeitswütig. So. Hier noch ein paar Bretter. Jetzt dürfte es das sein. Gehen wir mal, versuchen wir mal zu craften. Ja, jetzt zeigt uns hier auch schon hin, dass wir alles haben. Okay. B. Verwende gesammelte Lego-Rohstoffe, um etwas Neues herzustellen. Drücke Steuerkreuz links, rechts, um die benötigten Lego-Rohstoffe auszuwählen und drücke A, um sie zu verwenden. Ach du heilige Scheiße. Okay. Ach so. Ah, okay. Ich verstehe. Also, dass diese grünen Sachen, das bedeutet wohl, wie viel wir von diesen einzelnen Dingern brauchen. Also, 4 davon. 5 davon. 5 davon. 5 davon und 4 hiervon. Ja, dann leg mal los, Thorin. Was? Drücke X, A, B oder Y, wenn du das Leuchten siehst, um den Schmiedering aufzufüllen. Schmiedering? Ach du Scheiße. Dein Ernst? Oh, ich habe aus Versehen falsch gemacht. Ich habe falsch gedrückt, dein Ernst? Wie peinlich ist das denn? Okay. Die Fertigkeiten der Zwerge suchten ihresgleichen. Sie erschufen Gegenstände von größter Schönheit. Aus Diamanten, Smaragden, Rubinen und Saphiren. Of course, natürlich. Heilige.
ja, der Schlüssel wird nicht mehr gebraucht, der heilige Schlüssel. Kein Problem. Teuer geschmiedet. Scheißegal. Ui, hier sieht's aber schick aus. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier das nächste Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, eure Katan.